Hallo, guten Morgen. Ich heiße euch recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Michael vom Kanal Schönbuchgams. Ich will heute noch mal geschwind das Wetter ausnutzen. Heute Mittag soll es ja regnen und stürmen. Und ich dachte, ich fahre mal nach Kirchentellinsfurt. Das ist bei Tübingen. Und will euch da den Baggersee zeigen in seinem Winterschlaf. Und dann will ich noch einen Kaffee kochen. Ich habe mein Kochgeschirr dabei von Esprit. Da will ich leckeren Kaffee machen. Und dann will ich noch das Mikrofon mal testen. Ich habe heute das neue DJI-Mikro dabei. Habe es jetzt auch an der Kamera. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das alles so funktioniert. Und wenn ihr das wissen wollt, ich würde mich freuen, wenn ihr mitkommt. Dann würde ich sagen, auf geht's, wir laufen los und laufen Richtung Baggersee. Würde mich freuen, wenn ihr mitkommt. Also, dann viel Spaß beim Video. Auf geht's, wir gehen. Kommt. Ach so, noch was. Bitte dranbleiben und das Video angucken, gell? Danke. Also, auf geht's, wir gehen los. Also, ich bin jetzt hier in Kirchentellinsfurt und laufe jetzt Richtung Kirchentellinsfurter Baggersee. Und ich wollte euch hier nochmal schön zeigen, da haben sie so eine neue Ladestation, ChargeCoupé.de Projekt. Da haben sie so ein neues Ladedings für Mountainbikes, wo man sein E-Bike laden kann. Finde ich auch toll. Hier noch eine Station für Luft. Auch ganz schön. Ne? Und hier ist jetzt ein neuer Radweg, der führt nach Tübingen und weiter Herreberg bis, ich glaube, da kann man bis in der Schwarzwald reinfahren. Ne? Und ja, also hier ist jetzt die Fußgängerbrücke, wo über der Neckar geht. Ich zeige euch das hier. Da vorne sieht man die Bundesstraße B312, wo von Stuttgart nach Tübingen führt. So, und das hier ist jetzt unser schöner Neckar. Noch alles schön ruhig. So ein bisschen, ja, im Morgenschlaf, Winterschlaf kann man ja nicht sagen. Im Moment haben wir ja keinen Winter. Und ja, also wie gesagt, das ist jetzt hier der Neckar, die Neckarbrücke. Und ich laufe jetzt hier hinten rüber und dahinter ist der Baggersee. Und dann will ich ein bisschen um den Baggersee rumlaufen, will euch da ein bisschen den Baggersee zeigen. Ich habe es ja schon erwähnt. Ich mache mir auch einen Kaffee. Ich habe mein Esprit-Kochgeschirr dabei. Und dann will ich ein bisschen einen Kaffee machen. Ja, ich habe mein neues Mikrofon. Das DJI-Mikro habe ich dran. Ja, und bin einfach so mal gespannt, wie das so funktioniert. Also, dann bleibt dran. So, ich bin jetzt hier auf so einem Aussichtspodest oder wie man das nennen kann. Und zwar kann man hier sehr schön erkennen, haben sie einen Seitenarm für den Neckar gemacht.
Und das soll sowohl auch dienen für das Hochwasser, dass es hier ein bisschen ausbreiten kann. Und natürlich auch für die Tiere, dass die hier ein bisschen so einen Rückhalt haben. Und so eine kleine Insel, man sieht es da vorne, dass sie da vielleicht auch brüten können und so. Finde ich ganz gut gemacht, super Lösung. Man kann auch hier hochgehen und kann dann hier so ein bisschen die Aussicht genießen. So direkt am Neckar. Finde ich eine gute Idee. Das ist natürlich echt super. Ich zeige es euch nochmal. Wunderschön gemacht hier, wie der Neckar da fließt und ein bisschen. Gell? Also echt toll. Okay, Lee, also, dann gehen wir weiter. So, ich würde sagen, ich nutze mal kurz die Zeit, bis ich am Baggersee bin. Das dauert noch ein bisschen. Und ja, da ich jetzt gesehen habe, dass hier jeder so gute Vorsätze hat für 2023, ja, muss ich sagen, das habe ich jetzt nicht direkt. Das Einzige, was ich habe, ich hoffe, dass mein Kanal weiter wächst. Und ich will die eine oder andere Tour natürlich auch machen. Zum Beispiel gibt es hier bei uns einen schönen Burgenweg, wie die Burg. Und dieser Burgenweg, der geht von uns, Kirchheim-Teck, fängt der an und geht dann über alle verschiedenen Burgen bis runter an die Donau. Wo genau hin, weiß ich nicht. Muss ich aber nochmal schauen. Und ja, diese Tour ist 86 Kilometer lang. Werde ich natürlich über mehrere Etappen machen. Und dann habe ich natürlich auch vor, ich will mal draußen übernachten. Das will ich natürlich auch nochmal machen oder auch noch machen. Dann hoffe ich, dass ich vielleicht dieses Jahr öfters in die Berge komme. Ich habe noch den ein oder anderen, wo ich gern machen würde. Unter anderem will ich auf das Geißhorn im Tannheimer Tal. Und ja, die eine oder andere Strecke. Natürlich würde es mich auch freuen, wenn ich vielleicht mit dem ein oder anderen YouTuber auch eine kleine Wanderung machen kann. Da will ich ganz, da bin ich jetzt auch, wie soll man sagen, ja, da bin ich auch drauf und dran, sobald der Termin bzw. sobald das funktioniert mit der Zeit her, dass ich einmal zu meinem Bruder fahre, zum Achim vom Kanal Black Forest Buddies oder einfach barfuß oder einfach mal barfuß. Ist ja sein neuer Kanal, dürft ihr gerne mal vorbeischauen. Und mit ihm will ich natürlich im Nordschwarzwald auch mal eine Tour machen. Und ich hoffe, das klappt aber jetzt dieses Jahr. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues. Ich will mich nochmal bedanken beim Topos Adventure, bei seinem Kanal, für die super Weihnachtschallenge, was der gemacht hat. Die festlichen 50 Kilometer. Ich habe ja gesehen, ihr habt meine Videos verfolgt. Und ich habe den ersten Preis gemacht im festlichsten Outfit. Meine erste Tour war ja mit dem Nikolaus-Kostüm. Und es war so sagenhaft, also das hat mir echt so gut gefallen. Und ihr dürft das Video gern anschauen, ich verlinke es auch oben. Und ja, wie gesagt, es hat so richtig Spaß gemacht. Ich bin ja im Nikolaus-Kostüm gelaufen. Das war so klasse. Ne? Also, Topper, danke nochmal für die super Challenge. Ich hoffe, es kommt bald wieder eine. Ich bin dabei. Keine Frage. Gut, jetzt will ich der Hanne nicht allzu lang labern, weil ich näher mich jetzt so langsam dem Baggersee. Und ich will einmal drum rumlaufen. Und dann suche ich mir ein schönes Plätzchen für einen Kaffee und mache mir einen lecker Kaffee. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Wie gesagt, ich habe jetzt an meiner DJI Osmo Action 3 von Smallring
ein neues Case gekauft, wo ich das DJI-Mikro anschließen kann. Habe das jetzt angeschlossen und bin so gespannt, wie da der Ton jetzt ist. Und ja, muss sagen, von der Handhabung einwandfrei. Raus aus der Verpackung, eingesteckt und sofort verbunden. Jetzt hoffe ich nur, dass der Ton auch passt. Und ja, dann würde ich sagen, dann kann 2023 anfangen. Also gut, dann zeige ich euch nochmal hier geschwind die Umgebung und ich bin dann gleich am Baggersee. Ja? Also, dann schauen wir. Also nicht erschrecken, das war jetzt nicht der eigentliche Baggersee, sondern das ist schon, ja, wie soll man sagen, so ein kleiner Ausläufer vom großen Baggersee. Aber das wollte ich euch hier nur mal zeigen. Und ich gehe jetzt rüber zum großen Baggersee. Wie man sehen kann, bin ich jetzt hier noch auf dem Radweg, wo von Tübingen bis runter geht, ich glaube bis Nürtingen, Blochingen, Esslingen, kann man ganz runterfahren, immer schön am Neckar entlang. Und ja, hier ist natürlich auch viel Naturschutzgebiet, da kommt man gar nicht so richtig an den Neckar ran. Aber nachher da vorne um der Kurve herum geht es dann rechts zum See und dann kann man ziemlich am See entlang laufen. Und ja, wie gesagt, da ist natürlich auch Bade erlaubt und so. Und da kommt man dann direkt an der See hin. Aber hier jetzt kann man nicht direkt an der See laufen. Und links von mir ist die B27, das ist die Schnellstraße von Stuttgart nach Tübingen. Und da bin ich jetzt zwischen Schnellstraße und Baggersee. Aber jetzt geht es gleich an der Baggersee und dann hoffe ich, dass ich vielleicht das ein oder andere Interessante sehe. Und ich hole euch dann sofort dazu. Ja? Also seid gespannt. So. Ich bin jetzt gleich am Ufer vom Baggersee. Das, was ihr hier seht, das ist im Sommer alles Liegewiese. Und hier auf der rechten Seite ist natürlich auch alles Liegewiese. Und ja gut, jetzt natürlich im Winter ohne Blätter sieht es natürlich alles so ein bisschen, sage ich einmal, trostlos aus. Aber ich denke, zu jeder Jahreszeit hat ein Baggersee auch so seine Reize, sage ich mal. Ja. Und ich hoffe, ja, dass man es eigentlich, dass man es ein bisschen erkennen kann. So. Also, wie gesagt, ich bin jetzt hier am Kirchentellinsfurter Baggersee. Und ganz im Hintergrund sieht man ein bisschen die Sonne rauskommen, beziehungsweise hier gegenüber. Herrlich. Sieht man jetzt langsam die Sonne aufgehen. Die kommt langsam durch. Und ja, ich stehe jetzt hier am Ufer, direkt am Wasser. Kann man ja erkennen. Ein Schritt weiter, noch bin ich drin. Und ich will ja hier ganz hinten außen rumlaufen. Um den See und dann noch irgendwo schön einen Kaffee trinken.
So, jetzt will ich das euch aber schön zeigen, hier im Hintergrund, schaut mal. Wie da jetzt die Sonne durchkommt. Ah, das ist doch herrlich. Ne? So, okay, Lina, gehen wir mal ein bisschen weiter. Ne? Und ja, natürlich jetzt durch die letzten Tage, wo es jetzt hier geregnet hat, ist der Hanne natürlich alles ziemlich sumpfig und matschig. Und ich, oje, oje, ich hoffe, ich komme einigermaßen durch. Ja, aber man sieht es ja, der Hanne schon. Da steht also zum Teil richtiges Wasser. Ja. Aber bei einem guten Schuhwerk ist das gar kein Problem. Ja. Der Hanne ist auch eine Feuerstelle. Ja, wie gesagt, das sieht jetzt natürlich im Winter alles ein bisschen trostlos aus. Ja. Im Sommer, wenn es alles grünt, ist natürlich schön. Aber wie gesagt, ich denke, im Herbst und im Winter hat so ein See auch seine schönen Seiten. Ne? Wenn man das jetzt hier so sieht, ah, wunderschön. Da draußen sind jetzt Schwäne, Enten. Da hinten kommt langsam die Sonne hoch. Ah, das sieht doch herrlich aus hier. Wunderschön. Ja. Ah, schaut mal, was ich gesehen habe. Da war wohl ein Biber unterwegs. Oh ja, das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal, wie sowas aussieht, wenn da ein Biber sich zu schaffen macht. Ne? Wie der das abnagt, also unwahrscheinlich. Ja. Die müssen sich ja da abreagieren, damit die da so einen Baumstamm durchkriegen. Ne? Also ist schon unwahrscheinlich, was die Kraft haben. Ja. Habe ich noch nie gesehen. War jetzt gut. So, jetzt zeige ich aber euch nochmal hier, wie da die Sonne aufgeht. Ah, wunderschön. Herrlich. Ich hoffe, ich bekomme nachher noch ein bisschen Sonne ab und werde mir dann ein sonniges Plätzchen suchen. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Ich will euch ja den See zeigen. Also gut, weiter geht's. So, wie ich das jetzt da Hanne sehe, haben sie da Hanne ein bisschen so einen Sandstrand gemacht. Ich schwenke gleich noch mal rüber. Ich will bloß noch mal geschwind hier laufen. So, jetzt schwenke mal geschwind hier rüber. Da Hanne sieht man es. Ne? Da ist alles aufgeschüttet mit Sand. Und hier kann man ins Wasser. So, hier kommen zwei Besucher. Habe leider nichts zum Essen dabei. Ich schau mal, ob die sich filmen lassen. Ah ja, wunderschön. Herrlich. So. Ich habe leider nichts zum Essen, gell? Ja, schön. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ja, wie gesagt, in den letzten Tagen hat es ja hier bei uns auch ziemlich viel geregnet. Und da ist jetzt hier natürlich alles ziemlich nass. Ne? Aber es geht noch zum Laufen. Ne?
Gut, also ich laufe jetzt da Hanne durch so ein Schilf, durch so eine Schilflandschaft durch. Und ich habe ja gesagt, ich will einmal rund um den Baggersee laufen. Ich hoffe, mir gelingt es auch, aber ich glaube, das kann man. Und ja, ich bin jetzt hier in so einem Schilfabschnitt. Ich zeige es euch nochmal, wie das hier aussieht. Ist jetzt natürlich alles vom Regen ein bisschen runter geknickt. Ne? Aber richtig schön hier, alles ruhig. Und man kommt hier auch ziemlich nah ans Wasser. Das Einzige, was halt hier ist, hier darf man nicht baden, beziehungsweise man darf hier nicht hin, öffentlich zum Baden, so, gell, das ist nur da vorne. Aber jetzt zum Beispiel bin ich wieder am See. Jetzt kommt hier wieder so eine kleine Schilflandschaft. Und wie gesagt, wenn man jetzt da runter schaut, da ist der größere See, da wo ich vorher war. Und hier bin ich jetzt gleich oben am Ende von dem Baggersee und will ja einmal außen rumlaufen. Ja, bin mal gespannt, was ich noch alles so sehe. Also Ente hat es sehr viele. Schwäne habe ich auch schon gesehen. Hat es auch sehr viele. Und was ich vorher gesehen habe, entweder waren das Graureiher oder ich glaube Schwarzkormorane, wenn es hier welche gibt, weiß ich nicht. Aber ich glaube ja. Und so wie ich das vorher gesehen habe, waren das zwei etwas größere Vögel, schwarz. Und wahrscheinlich könnte das Schwarzkormorane gewesen sein. Aber bis man da die Kamera rausholt, schaut, wo die sind, ja, naja, gut. Wie gesagt, hier habe ich jetzt wieder, immer schön am Ufer, kommt man hier raus. Ne? Wunderschön das Wasser, wie sich jetzt das hier spiegelt. Ja. Da sieht man jetzt runter, nicht ganz bis ans Ende. Also man muss sagen, es ist doch eigentlich ein relativ großer Baggersee. Im Gegensatz zu dem in Negartenzlingen, da haben wir ja auch einen Baggersee, wo ich mal mit der Drohne im Winter geflogen bin. Aber der ist lang nicht so groß. Aber der da ist richtig schön. Also, gehen wir weiter. Aha, geht's hier über eine Brücke.
ja, was heißt Brücke? Ein kleiner Steg, wo hier rüber geht. So, also wie man jetzt hier erkennen kann, bin ich jetzt hier am oberen Ende vom Baggersee und komme jetzt hier leider nicht mehr weiter, weil die andere Seite vom Baggersee haben sie geschlossen und haben ein Naturschutzgebiet für die Vögel gemacht. Okay, kann man irgendwo verstehen. Auf der einen Seite sind die Leute, gehen baden im Sommer und machen Partys. Und die Vögel wollen natürlich auch ihren Rückzug und wollen natürlich auch ihre Ruhe und so haben. Und wegen dem haben sie jetzt hier diese ganze Seite alles zum Naturschutzgebiet erklärt, wo man nicht hin darf. Und somit ist leider hier mein Rundgang um den Baggersee beendet, aber noch nicht das Video, sondern ich laufe jetzt wieder zurück. Und wie gesagt, ich wollte ja einen schönen Platz suchen, zum einen Kaffee machen. Das werde ich dann auch hier machen. Und ja, also nicht abschalten, das Video geht weiter. Ich kann nur leider nicht um den See rumlaufen. Ich laufe jetzt wieder zurück und suche mir ein schönes Plätzchen zum Kaffee machen. Ja? Also, dann bis gleich. So, wie versprochen, gibt es jetzt eine Tasse schönen Kaffee. So, meine Tasse ist auch wieder dabei, steht drauf, Gipfelstürmer. So. Und jetzt warten wir, bis der Kaffee fertig ist. Ja? Ist doch einfach herrlich, an so einem Baggersee, nichts los. Ja gut, hinter mir streitet ein paar Schwäne, aber sonst alles schön ruhig. Ja gut, okay, der Lärm von der Schnellstraße ist natürlich jetzt nicht so gut, aber naja gut. Jetzt gucken wir, was der Kaffee macht. Ah, okay, wird schon besser. Ja, das habe ich mir jetzt auch vorgenommen bei meinen Wanderungen, dass ich mal öfters einen Kaffee mache. Oder ich werde mir jetzt vielleicht auch ein größeres
ein größeres Geschirr kaufen, wo ich dann vielleicht auch mal ein bisschen Nudelsuppe oder sowas machen kann, wenn ich mal länger unterwegs bin. Aber für jetzt mal einen Kaffee machen lohnt sich's. So ein kleines, ja. Und vielleicht kaufe ich mal ein größeres. Ne? Aber jetzt warten wir mal, bis der Kaffee fertig ist und dann gibt's lecker Kaffee. So, aha. Ich glaube, da brutzelt schon was. Nee, dauert noch ein bisschen. So, dann schauen wir noch mal schön runter an der See. Boah, schön. Ja, die Schwäne sind jetzt draußen. Ja. So, ich hoffe, mein Mikro funktioniert auch noch. Und ja, ich denke, mein Kaffee wird jetzt fertig sein. Schauen wir einfach mal, was mein Kaffee macht. Ja, herrlich. Okay. Ja. Brennt noch ein bisschen. Warten wir noch. Ja. Und dann gibt es lecker Kaffee. So. Aber jetzt schauen wir mal. Ah. Sieht doch gut aus. So. Finger nicht verbrennen. Ah, herrlich. Wunderbar. So. Ein bisschen Wasser noch drinnen. Lass mal ausdampfen. Ja. Ah. Ja, das ist natürlich herrlich sowas. Hier am See. Aber ich habe Glück gehabt mit dem Wetter. Da, wo vorher noch die Sonne draußen war, ist jetzt zugezogen. Es windet noch nicht, aber die Sonne ist jetzt komplett weg. Ja, so schnell kann es gehen. Ja? Aber ich werde jetzt hier noch meinen Kaffee trinken. Und ja, dann werde ich langsam wieder nach Hause gehen. So. Also, ich wünsche euch alles Gute, gell? Bleibt gesund, ich trinke auf euch einen Schluck Kaffee. Also, dann bleibt dran, es geht noch weiter. Ich trinke nur meinen Kaffee aus. Also, bleibt dran, gell? Ah. Schön, ah, das ist doch herrlich hier. Natürlich mit Sonne wäre es noch schöner, aber es ist so ruhig hier.
richtig toll. Und dann noch ein leckerer Kaffee. Ja, was will man mehr, gell? So. Also dranbleiben, gell? Es geht gleich weiter. So, jetzt. Also, der leckere Kaffee habe ich getrunken. War echt klasse, muss ich echt öfters machen. Macht richtig Spaß hier am See oder egal wo. Ja, ich würde sagen, hiermit ist meine kleine Wanderung um oder am Baggersee hier in Kirchentellinsfurt beendet. Ich konnte leider nicht außenrum laufen, weil auf der anderen Seite ist alles Naturschutzgebiet. Und somit musste ich mich hier aufhalten. Ich hoffe aber, ich habe euch ein bisschen den Baggersee hier zeigen können. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch, würde mich über einen Kommentar freuen. Und ihr dürft auch gern diesen Kanal kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr keine Videos. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, ich gehe jetzt heim Richtung Auto. Dann geht's nach Hause. Und ich wünsche euch noch alles Gute. Bleibt gesund. Und beim nächsten Video werde ich mein Messer und mein Feuerstahl probieren. Und werde dann irgendwo vielleicht mit meinem neuen Kochgeschirr ein Feuer machen. Und dann irgendwo was kochen. Und das Messer und den Feuerstahl ausprobieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann dabei seid. Aber ich sage vorher Bescheid, wann es losgeht. Und in diesem Sinne wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Hier war euer Michael vom Kanal Schönbuchgams. Ich wünsche euch was. Ciao, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.